Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag. Seid gegrüßt. Bin gestern Abend noch bis Lederhose gefahren. Dann war es 23 Uhr. Und dann war auch die Zeit rum und die Schnauze hatte ich auch voll. Hat dann auch gereicht. Und jetzt habe ich mich schon mal stark klar gemacht. Hab noch gar nicht geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und werde jetzt mal mich weiter bewegen, sodass wir dann mal nach Würzburg kommen. Die sollen offen haben bis 14 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das noch, weil es ist schon kurz vor 11. Ja. 11,5 Stunden Ruhezeit drin. Jetzt machen wir alles fertig. Also, Arbeitszeit läuft ja schon. Ja, also, Abfallkontrolle und so ein Kram. Den muss man ja machen oder die muss man ja machen. Sollte man auf jeden Fall tun. Ja, muss auch meine Waschschüssel wegräumen und den Kocheraufsatz reinsetzen, den Brenner. Und dann können wir auch schon losfliegen. In Richtung Süden. Ich hoffe, dass die Autobahn nicht so voll ist. Ich habe noch gar nicht geschaut, weil wir haben ja jetzt in, glaube ich, 5 Bundesländern mittlerweile schon die Sommerferien. Die haben jetzt angefangen am Freitag und die anderen fangen am Montag an. Also die sind jetzt alle schon unterwegs. Und natürlich aus Schleswig-Holstein und Thüringen, Sachsen. Ich weiß gar nicht, wo noch her. Kommen die jetzt alle runtergefahren und wollen natürlich die meisten immer alle Richtung Süden. Und Richtung Süden wäre ja unsere Richtung. Und hoffe ich mal, dass das nicht ganz so voll wird und wir relativ gut vorankommen. Ja, dann werde ich mal hier einräumen, mein Zeug. Und dann werden wir mal lostoben, dass wir mal Richtung Süden kommen.
Sind wir dann mal in Würzburg am Einfliegen hier auf der B19 und gehen jetzt mal hier runter auf die B8, weil wir die dann wieder rausfahren müssen, um zu Mercedes Trucks zu kommen, also Mercedes LKW Abteilung, weil Mercedes PKW Abteilung wäre hier auf der B19 weiterhin. Da müsste man nur gerade ausfahren und dann abbiegen. Aber zu den LKWs geht es halt hier wieder raus auf der B8. Ja, Autobahn ist ganz gut gelaufen, war relativ viel Verkehr. Dafür ist hier der Verkehr echt entspannt. Nun schauen wir mal, ob die noch offen haben, ob ich den Sprinter heute noch losbekomme oder ob das nichts wird. So, da haben wir jetzt gleich unsere Ausfahrt hier. Und dann wollen wir mal gucken, ob die noch da sind. Auf der anderen Seite praktisch jetzt wäre dann Mercedes. Man sieht die auch schon von hier aus. Aber ob da noch jemand ist, dann lassen wir uns mal überraschen. Oh, Werkstatttore sind offen. Das sieht gut aus. Dann kann ich noch den Scheißer abladen. Wunderbar. Das wäre ja dann mein Ziel gewesen. Das hatte ich auch vor. Dann bin ich den los und dann ist alles gut. Aber noch sind wir nicht auf dem Hof. Ja. Wenigstens haben wir hier keine Ampel. Hier können wir auch gleich durchfahren. Das ist auch schon mal schön. Es muss nur noch keiner kommen. Es kommt auch keiner. Und gleich durchstarten. Und die Ampel ist auch noch grün. Und dahinter haben wir dann auch gleich die Einfahrt. Erstmal hier hoch, zack, zack. Hier ist die Einfahrt. Wunderbar. Rauch aufs Gelände, abgeschmissen und fertig. Oh, ein Audi in Rallye-Format. Jawohl. So, und dann stellen wir uns hier hin und schmeißen den irgendwo in die Ecke und dann ist das alles wunderbar. Ach, Leute, Gott sei Dank auch noch geschafft. Naja, jetzt erstmal noch schnell abladen. Na Leute, abgeladen. Halbe Stunde mit runterklappen, noch vorfahren von dem GLC, dass der wieder unten steht, Gurte wegräumen, allem drum und dran. Alles erledigt. Jetzt habe ich gerade eine Erfahrung gebracht. Ich kann nicht bei allem brauchen. Heute arbeiten sie erstmal bis 16 Uhr. Aber die haben auch einen Tresor für Nachtanlieferung. Also ich kann rund um die Uhr hier gerne hinkommen und hier auch abladen. Gar kein Problem. Aber das wusste ich noch nicht, weil ich bin hier gefühlt zweimal im Jahr und ich habe da noch nie drauf geachtet, ob da ein Tresor steht oder nicht. Jetzt habe ich es mir in meinem Buch notiert. Jetzt weiß ich auch, Würzburg, LKW-Abteilung, brauchst du dir keinen Stress mehr machen. Alles wunderbar. Samstag 16 Uhr offiziell. Kannst Papiere abgeben, natürlich trotzdem eine Nachtanlieferung, weil ja niemand da ist. Ansonsten immer in den Tresor hineinschmeißen, wenn man mal in der Woche kommt, aber da sind sie ja bis 22 Uhr da. Aber da hast du auch ab 18 Uhr eine Nachtanlieferung, weil dann sind ja auch die Verkäufer weg. Also, alles wunderbar, alles schön. Wir fahren jetzt 200 Kilometer runter nach Karlsruhe und schmeißen noch den 300er GLC runter, weil die haben einen Tresor. Das weiß ich, den habe ich schon bedient. In diesem Sinne, ab geht's Richtung Süden.
Leute, es regnet mal wieder. Und ich habe gerade Mittagspause fertig. Ja, und werde mal weiter runterfahren nach Karlsruhe. Es scheint die Sonne und es regnet. Naja, da ist ja mal wieder schön, weil wir waren ja gestern LKW waschen. Dann kann es ja heute regnen, damit er wieder schön schnell dreckig wird. Genau. Mal wieder der draußen schmissen. Super. Das ist so ein Tröpfelregen. So. Mal regnet es, dann regnet es nicht. Dann wird der Beton, oder die, ja, hier ist ja gerade Betonfahrbahn, die wird dann ja nicht richtig nass. Und dann wird trocknet sie wieder ab, dann tröpfelt es wieder. Also eine Katastrophe. Naja, ich weiß gar nicht. Anderthalb Stunden, glaube ich, brauche ich noch bis... anderthalb Stunden, ich glaube. Bis Karlsruhe, ich weiß es nicht genau. Stunde bin ich noch runtergefahren von Würzburg. Also so ungefähr wird es sein. 200 Kilometer waren es, 208 oder so. Also... ich sag mal, haben wir jetzt noch eine Stunde weg, haben wir jetzt vielleicht noch etwas über 100 Kilometer, so 130, dann kommen wir so mit anderthalb Stunden ungefähr hin. Auf der A6 war vorhin wieder alles rot, Stau, Unfall. Muss ich mal gucken, ob das noch ist. Wenn das immer noch ist, dann muss ich über, wie war das, über Heilbronn, und dann fahre ich hinten wieder B10 durch, da über Bretten und so, damit wir da oben nicht im Stau stehen, wie die Doofen. Ne? Aber vielleicht ist sie auch schon weg. Und ich habe meine Ruhe und kann da über die Autobahn mal schnell rumhuscheln. Also, sehen wir zu und fahren weiter. Mal im Zielanflug in Karlsruhe. Jawohl. Da haben wir es fast geschafft. Dann schmeißen wir mal den 300er hinten runter. Dann werden wir den mal los. Einmal hier rechts und dann wieder links und dann immer der Straße folgen, dass wir nach hinten zum Entladebereich kommen. Ach ja, die haben wenigstens mal was eingerichtet, wenigstens auf der Straße, aber als Entladebereich gekennzeichnet mit Schildern, wo bis jetzt noch nie einer geparkt hat. Ich bin echt erstaunt, hat sich noch nie einer getraut. Hier haben wir schon überall Mercedes auf der rechten Seite. Jawohl, das ist schon ein riesengroßes Autohaus. S&G, das ist schon recht groß, das Ding hier. Die haben auch alles neu gebaut, viel gemacht hier. Und wir toben hier einmal drumherum und laden hinten wieder ab. Und können dann auch wieder hinten rausfahren. Das heißt, wir brauchen gar nicht groß drehen, sondern wir können hier wirklich einmal im Karree fahren. Das ist sehr positiv. Da haben sie ihre Parkhäuser. Und hier unten sind dann auch Freiflächen da, wo der Kreisverkehr ist, da steht der rote Smart drauf. Und da irgendwo stelle ich den dann ab in die Parkplätze. Und ganz hinten in der Ecke ist dann der Nachtbriefkasten. Und hier hat man dann auf 20 Meter eingeschränktes Halteverbot gemacht. Und hier kann man dann stehen und immer abladen. Tag und Nacht. Das ist immer gut, das ist immer schön. Und heute ist hier auch
nichts los. Also in der Woche ist auch nicht so viel los, aber jetzt ist hier auch Tanz. So, stehen wir mal und werden mal abladen. Ja, Leute, wie ihr seht, es ist Sonntag, früher Abend, 18 Uhr oder so. Ich bin so ein bisschen noch unterwegs. Ich habe es jetzt mal geschafft, zwei Filme fertig zu machen und bin jetzt gerade dabei, jetzt hier in diesem Moment den Abspann für Samstag zu machen. Da habe ich aufgehört, nachdem ich in Karlsruhe abgeladen habe. Ich bin dann danach noch einkaufen gewesen, gleich um die Ecke. Und bin dann noch runtergefahren hier in Richtung Stuttgart. Und ich kann euch sagen, es war nicht so einfach, dann noch einen Parkplatz zu finden. Denn hier auf der A8, wo ich gerade so mich in der Nähe befinde, gibt es nicht so viele Parkmöglichkeiten wie anderswo, da wir hier überall viele kleine Industriegebiete haben, die wenig Parkstellen haben oder Parkplätze haben oder Parkmöglichkeiten aufbieten. Die da sind, sind meistens dann mit den LKWs, die dort vor Ort schon sind, oder auch 7,5 Tonner meinetwegen oder 12 Tonner, wie sie ja von Daxa und so fahren, meistens dann schon seit Freitagabend belegt. Und dann wird es halt schwierig, noch was zu finden. Ich bin dann aber um 23.10 Uhr tatsächlich noch fündig geworden, aber dann den letzten Parkplatz sozusagen ergattert. Und habe dann gestern Abend dann auch mal wieder zeitig Feierabend gemacht, wie es sich für einen Samstag gehört. Der eine oder andere wird sich sagen oder sich gerade fragen, Alter, der hat doch ein Ding an der Klatsche, der ist doch nicht ganz sauber. Wie kann man denn Samstag noch so lange fahren? Naja gut, ich habe ja auch erst kurz vor 11 angefangen. Also ich habe dann erst mal Samstag ausgeschlafen, weil es war ja Freitagabend auch wieder recht spät. War ja auch 23 Uhr. Und dann habe ich mir erst mal ein bisschen ausgeschlafen und den Tag langsam angefangen mit einem gutes Frühstück und viel Ruhe. Ja, dann hatte ich schon Bedenken, wie gesagt, dass es ja nicht geklappt hätte mit Würzburg, weil im Internet was drin stand von 14 Uhr. Aber das bezog sich nur auf den Verkauf. Gott sei Dank. Nun weiß ich ja auch, dass die einen Tresor haben. Also von daher ist das auch gar kein Problem mehr. Ja. So, und nun haben wir den Sonntagabend. Jetzt kann ich euch noch einen schönen Rest-Sonntagabend wünschen. Weil Wochenende ist ja nun auch hin und vorbei. Hat sich ja nun gegessen. Ich werde noch ein bisschen durch den Wald spazieren. Ich brauche diesen Ausgleich jetzt mal. Ich war die letzten Tage echt ein bisschen irgendwie kaputt. Ich bin auch gar nicht mehr hinterhergekommen, weil das eine Video so lang ist und bis das immer hochlädt, das waren ja 50 Minuten. Und das schmeißt mich dann immer weiter nach hinten. Du nimmst dann zwar auf, aber kommst dann nicht dazu, die Musik umzuändern. Und dann wartest du und dann hast du so spät Feierabend und dann hast du auch keine Muße mehr und auch nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Geduld, weil du willst auch noch ein bisschen was schlafen. Und genau deshalb hat sich das alles auf heute verschoben, auf den Sonntag. Aber gut, ihr seid so eine guten Leute. Ihr seht mir danach, denke ich mal. Und jetzt ist alles nachgereicht. Und am Morgen geht es dann wieder aktueller los. Wie gesagt, ich gehe noch ein bisschen durch die Natur. Ich brauche dann heute noch ein bisschen. Und wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Macht's gut. Bis morgen. Haudi ho. Tschüss und weg.